Ich nehme den Peacemaker. Achso, wir müssen zum Hauptquartier. Ricketicke. Hast du mal angeklopft, sagst du? Ja, genau. Wolltest du nicht? Alter, ich bin gleich tot. Ich lasse immer eine Kugel übrig. Jetzt, letztens ist ja abgestürzt irgendwie, ne? Die Verbindung. Genau, hier war irgendwie, ist er abgekackt, aber... Ach, jetzt doch, da bist du. Scheint diesmal zu gehen. Da hing, dann hatten wir doch beide Standbild. Du Ladebildschirm, ich Standbild. Hm. Und du Fahrstuhlmusik. Check it out, boss. Genau. What's up? Since this used to be a syndicate crib, thought I'd poke around and see what they left behind. Alright, so what am I looking at? Safety deposit keys. Now don't you want to know what it is they all got locked up? The syndicate will know we have the keys. They'll be waiting for us to make a move. Well, I guess then you better watch my back. Alright, let's go. Alright, let's go. Mann, ich bin so eine Schönheit. What do we do now? Begib dich zum Start der Aktivität. Ja, das macht sich wohl gerade von selbst. Vorher kann man ja da unten ein bisschen den Highway aufräumen. Okay, ist ja kein Highway. Ist nur eine Avenue. Aber passt schon. Ein Highway! Aufgeräumt ist aufgeräumt. So wie du fährst, ist da überall Highway. Ja. Eher High Drive. High Drive. Wobei das wieder Werbung für ein gewisses Unternehmen macht, was ich nicht gerade befürworte. Yeah. Erstmal warten. Rabbins, ne? Rabbin. Aua. Ich gehe in Flammen auf. Hauptsache, der fährt da einfach durch den Graben hin. Boah, was machst du? Ja, da müssen wir halt jetzt ein bisschen Acht geben. Was machst du? Ich schieße hier ein bisschen rum. So. Pass auf, sonst fällen wir gleich. Ja, den dürfen wir nicht da. Achtung, lass. Warte. Jetzt. Boah, scheiße, es brennt. Ich glaube. Wir haben verloren. Nein! Gut. Nein. Dann wiederholen wir. Und alles nur, weil das scheiß Auto keine Raketen ab kann. Alright, I'm coming out now. Irgendwie nicht, ne? Naja, eigentlich wollten wir ja nur zeigen, wie man das nicht macht. Genau, richtig. Ja. Mann, der schreit doch immer so ins Funk, ne? Boah, sauber weggefegt. Dumpfsau! Wumm! Ach, siehst du, guck mal, viel besser! Ay caramba, ja, diesmal läuft's runder. Dick und rund ist gesund. Und den Bullenwagen. Yeah! Du schießt schon wieder auf den. Ich weiß, ich mach den doch nicht kaputt. Hab ich schon gemerkt. Mach den immer voll kaputt. Total kaputt. Der ist total kaputt. Bums. Ha, so das geht den Blattschuss. Der war so knapp, Junge. Oh, das ist gefährlich. Lass ihn vorbeifahren. Muss reichen. Da. So, zufrieden. Ja, jetzt. Nee, ich meinte ihn. Ach so.
Hauptsache, wir treffen mit 4 Raketen nicht mal der Herrchen vor der Straßensperre. Ja. Schon klar. Yeah. It's the highway to hell. Schön die Reklame wegballern da. Was ist denn jetzt? Selbstmord! Suizid! Sniper. Stimmt, hatte ich ganz, Ja, hatte ich auch, Jetzt, okay. Also mit einem Snipergewehr ein Auto in die Luft jagen. In Saints Row kein Unding. Saints Row ist alles möglich. Immer schön auf den Tank zielen. Oder direkt aufs Dach. Scheißegal. Ja, natürlich. Auto geht in die Luft, wenn ich auf dem Dach aufs Dach schieße. Geht. In Saints Row ist alles möglich. Pure Realism. Das war der Tank. Hey, der lebte noch da. Ach, guck mal da. Tank. Der nächste. Eierschuss. Okay. Nee, oder? Doch. Ich hab Punkte. Da kommen sie gekriegt. Zu Fuß, die Gauner. Punkte gekriegt für einen Eierschuss. Das ist erst lustig, wenn du das bei einer Frau kriegst. Geht aber auch. Frauen haben auch Eier. Beziehungsweise eigentlich haben ja nur Frauen Eier. Stöcke. Also Eier und Stöcke. Eier auf Stöcken. So, wir haben Schutzengel geschafft. Wir kriegen ein bisschen Kleingeld für die Portokasse. Und ein bisschen Respekt. So. Guck mal, da um die Ecke sind gleich Wohnungen zum Kaufen, die holen wir uns gerade mal. Immobilien. Wohnungen. Immobilien. Ich mache erstmal hier so einen Hechtsprung. Hier kommen 8000. Der Pickpocket Pawn Shop. Ach so, und wir sollten gucken, vielleicht haben wir schon wieder Kohle. Bestimmt. Tatsache, Bargeld. Wie viel gibt's denn? 2000. 4900. Noch was habe ich jetzt? Ne, jetzt habe ich 6500. Siebenstündige Stadteinnahmen nur 1200. Au! Wir brauchen fahrbaren Untersatz. Die hat einen für uns angehalten. Oh je. Die ist auf die Straße gelaufen und dann nämlich voll vor die Karre. Scheiße, das Ding ist. Boah. Das ist eine coole Schüssel, was? Alter, guck mal, was die für einen Wendekreis hat. Boah. Achtung, du musst nur fahren können damit. Wenn ich. Danke, dass du für mich wendest. Depp. Also pass auf. Wenn ich. Da, geradeaus. Scharf nach links. Oh. Wenn ich scharf nach links, dann dauert das ewig. Guck mal, warte, scharf. Hast du den scharf nach links verpasst? Hast du trotzdem den Sprung gerade verpasst? Und das sind Friendly Fire, Junge. Ich hab dich doch hin. Klar. War so klar. Nicht schon wieder. Guck dir mal die Karre an. Die hat schon bessere Zeit. Alter, warum steige ich eigentlich ein? Der ist dann direkt da, der da. Damit du wieder aussteigen kannst. Deswegen steigst du ein. Oh, Bullerei. Okay, hätte ich vielleicht noch besser mitfahren können. War es dann doch schneller. Peace, Niggas. Was? Ich hab den kurzen Header verpasst, den Bullen da. Achso, wir wollten den Lano kaufen. Jo, schon erledigt. Munition wollte ich auch kaufen. Mann, ey, und zwar für einen Raketenwerfer. Granaten, boah. Können wir nämlich die Dicken wieder überwältigen. Hey, willst du einen Schulbus? Der hält hier gerade für dich. Was, ein Schulbus? Nee. Okay, dann ist nicht schon wieder. Schulbus. Okay, setz mich mal nach hinten. Donovan.
So, wir nehmen den nächsten Auftrag an. Habe ich Imori? Nee, komm, wir machen mal zwischendurch was anderes aus dem Saints Book. Wir machen zum Beispiel mal ein Attentat. Drogenkurier. Also du musst das bei dir auch auswählen, ne, weißt du? Ja. Also drück Tab. Saints Book. Ja. Attentate. Und dann nehmen wir das erste. Karl. Und dann ziehen wir hin. So, und da fahren wir jetzt. Klaue am Flughafen einen Kofferwagen. Boah, aber wir nehmen erstmal ein anderes Auto, sonst. Ach, du bist ey, so ein Pingel, ne? Anstatt du einfach mal ein Auto nimmst. Der Pelz. Mal er fährt sich auch an. Gut, dann besorge ich mal ein Auto. Oh Gott. So. Compensator. So, dann fahr mal hin. Huch. Tut mir leid. Holy shit. Hast du die gehört? Holy shit. Oh, ist aber auch nicht unbedingt schnell, aber immerhin robust. Können auch die Stretch-Limo nehmen. Nee, so eine Stretch-Limo ist viel zu Porno. Zu lieber Porno. So ein Ding hier mit so einem Buschfänger vorne dran, ey. Was machst du jetzt? Ich bin ausgestiegen. So, aus dem Flughafen. Warte doch. Ich dachte, du holst hier jetzt ein Auto. Ich bin aus Versehen ausgestiegen. Gib mal aus Versehen, genau. Hauptsache, wir brauchen jetzt. Ein Kofferwagen-Dingens. Au, Entschuldigung. Wir brauchen jetzt hier einen Kofferwagen. Ich glaube, da ist so einer. Wo? Da vorne. Yep, ist es. Aber da steht nur. Ne, das ist ein Security-Wagen. Oh, ist nur ein Einsitzer. Nee. Oh, ne, doch nicht. Und da siehst du, das funktioniert. Jetzt haben wir einen. Ja. Das ist ja geil. Das Ziel ist aufgetaucht. Jetzt eliminiere es. Okay. Du musst das Ziel eliminieren. War einfach vorbei. Hättest du geschossen? Schon dabei, Mann. So, ich fahr schon voll los. Was? Ernsthaft? Ja. Okay, Ziele guck mal, was da drauf steht, was das Fahrzeug für eine Kennnummer hat. Fu! 271. Oh Mann. Ja, war's das schon? Hä, warte mal. Das kann es doch nicht schon gewesen sein. Warte mal, gucken wir nochmal in Saints Book. Ja doch, doch. 1 von 5 geschafft. Schnapp ja, dir den Stalker. Ja, wir haben ja auch, gerade nimm mal, schnapp dir den Stalker. Ich schnapp mir gleich mein Bett. Und dann fahren wir mit dem Security-Ding weiter. Was wolltest du jetzt? Stalker? Schnapp was? Dir den Stalker. Bei Attentate. Und ich nehme mir auch so ein Security-Teil. Ach da, schnapp dir den Stalker. Hättest du Luther gesagt, dann hätte ich sofort. Was? Muss ein versauter Sexteufel. Hat die Welt, Hey, die Welt ist voll von denen, oder? Nur, dass dieser mich ständig angräbt, wenn er mich in Lawrence Square sieht. Tu mir einen Gefallen und beseitige ihn. Er schmeißt sich an alle ran, die irgendwie freundlich rüberkommen. Also mach einfach ein paar Leute ein Kompliment, okay. Bist du auch mit dem Security-Wagen unterwegs? Ja. Der Hammer, das Teil. Das ist sogar so Hammer, das Teil, dass wenn du damit gegen Menschen fährst, du zurückgeprallt, zurückgestoßen wirst. Buchstäblich Hammer. Hat gar keine Hupe. Nee, ich hab gedacht, du könntest die Security-Blinke da oben drauf anmachen. Ja, ja. Keine Hupe, aber kein irgendwie ist da nicht viel da. Ja, ist ein bisschen schade, aber man möge es ihnen verzeihen. Warte mal, du bist so weit vorne. Halt dich mal, weil bis das Ding wieder auf dem Gas ist, dauert. Ja, Gas. Ich bin direkt hinter dir. Oh, links.
Boah, das sieht ja wie ein Elch, ey. Voll cool mit dem Elektro-Dingen.